Als ich damals mit Star Wars Legion angefangen habe, wurde ich sehr häufig in den Kommentaren, aber auch auf Messen gefragt, wie ich das Lichtschwert und den Leuchteffekt von Darth Vader hinbekommen habe. Jahre später dachte ich mir, ach, ja, mache ich doch mal ein kleines Video dazu. Und was passt da denn besser, als genau das zum Release von Star Wars Shatterpoint zu machen, das ich von Asmodee Deutschland zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und mein Opfer wird der einzig coole Lichtschwinger aus der Grundbox sein, beziehungsweise Lichtschwertschwingerin, Asai Ventress. Das folgende Video wird euch präsentiert von pkpro.de. Dieses Video dürft ihr gerne als zweigeteilt ansehen. Ich werde euch in erster Linie zeigen, wie ich den Lichteffekt auf die Figur gemalt habe, und das werde ich auf eine schwarz grundierte Figur machen, die sonst noch gar nicht bemalt ist. Der Grund ist dafür, dass ihr am besten dort den Effekt sehen könnt und nachvollziehen könnt. Das solltet ihr natürlich auf eine vorher schon bemalte Figur machen, denn dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, dass dieser Effekt auf diese Figur schon raufgetragen wird, weil dieser Lichteffekt normalerweise das Letzte sein sollte, was auf die Figur kommt. Der zweite Teil ist allerdings ein bisschen anders, beziehungsweise geht die Sache anders an, denn dann werde ich die Figur, nachdem ich im Endeffekt den Lichteffekt drauf gemacht habe, dann noch bemalen. Das ist etwas sehr, sehr Spezielles. Das habe ich damals bei dem Darth Vader auch gemacht. Da hat das natürlich sehr gut im Allgemeinen fürs Spielfeld auch gut funktioniert, weil der eh nur schwarz gekleidet ist. Für alle anderen Farben, also für alle anderen Figuren, die noch andere Farben haben, ist das schon sehr, sehr speziell, weil das Endergebnis dadurch sehr, sehr dunkel wird. Und also richtig dunkel, als wenn man eine Nachtszene macht, weil richtig helle Farben dadurch gar nicht mehr möglich sind. Aber ich dachte, ich mache das einfach mal und mache das hinten dran, weil wer weiß, vielleicht gefällt dann der Effekt und jemand bekommt da vielleicht irgendwie Interesse oder neue Ideen für ein Diorama oder sowas in der Art. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir zuerst den Lichteffekt und dann machen wir dieses sehr spezielle Anmalen nach dem Lichteffekt setzen im Dunkeln. Okay, verwirrt? Neugierig? Sehr gut, junger Padawan, fangen wir an. Wichtig für meine Herangehensweise ist, dass die Mini schwarz grundiert ist. Ich grundiere zwar gerne mal weiß oder nutze eine Nebelgrundierung, in diesem Falle hier ist das aber nicht gewollt. Die Figur sollte schwarz sein. Nachdem die Miniatur von mir mit Chaos Black aus der Sprühdose grundiert wurde, sieht sie nun so aus. Ihr bemerkt den noch starken Glanz. Diesen möchte ich abmildern und möchte, dass das Schwarz noch matter ist. Damit kann ich nämlich besser Details erkennen. Deshalb sprühe ich mit der Airbrush noch einmal die schwarze Grundierung von AK Interactive drüber. Warum mache ich das nicht gleich und verzichte auf die Sprühdose? Nun, die Grundierung aus der Sprühdose härtet schneller aus und gibt einen haltbareren Untergrund als der aus der Airbrush. Zumindest in der kurzen Zeit, denn die Airbrush-Grundierung braucht etwas länger, um sich so zu erhärten. Nun, nach der zweiten Grundierung sieht Ventress also so aus. Ah, man erkennt Details, schön. Nun nehme ich ein Weiß. Sucht euch das weißeste Weiß raus, das ihr habt. Ich habe hier das Titanium White von Ultra Krill benutzt. Aber das geht natürlich mit jedem anderen Hersteller auch. Wichtig ist nur, dass das Weiß nicht sofort beim ersten Mal decken wird. Ihr müsst also mehrere Schichten auftragen und macht das bitte mit dünner Farbe. Es bringt nichts, das Lichtschwert mit dickem Weiß zuzukleistern, denn dadurch verliert die Klinge seine Form und ihr habt dann einen Krümelklump. Nachdem die Lichtschwerter schön weiß sind, kommt die Airbrush zum Tragen. Das gleiche Weiß nehme ich nämlich nun und sprühe es mit der Airbrush auf. Wenn ihr neu im Airbrush-Bereich seid und nicht wisst, wie ihr eure Farben für genau diese Luftpistole vorbereiten müsst, dann schaut euch doch gerne mal mein Video Airbrush, wie bereite ich meine Farben vor, Konsistenz und Luftdruck an. Mit dem Weiß sprühe ich jetzt allerdings ganz vorsichtig. Ich möchte zwar, dass die Lichtschwerter auf die Figur leuchten, doch möchte ich es nicht übertreiben. Daher sprühe ich nun ganz vorsichtig von den Lichtschwertknäufen auf die Hände. Und zwar nicht von allen Seiten, sondern nur aus der Richtung der leuchtenden Klinge, denn von dort kommt ja auch das Licht. Und der Farbnebel verhält sich grob wie das ausgehende Licht. Was also aus der Richtung nicht angesprüht wird, wird auch nicht beleuchtet. Da das Weiß aber zu einer sehr intensiven Einfärbung führt, ballere ich das nur in die Nähe der Lichtquelle und nicht zu weit ab. Da Ventress beide Schwerter relativ weit vom Körper hält, soll der Körper auch kein Weiß abbekommen. Wenn ich etwas übergemalt habe, bessere ich das also mit Schwarz wieder aus. Soweit, so gut. Nun haben wir die hellsten Stellen des Modells markiert, im Endeffekt die Lichtquellen an sich. Nun kommen wir aber zum eigentlichen Licht. Und da Ventress sowas von böse Sith ist, würde ich sagen, malen wir die Lichtschwerter rot an. Nun nehme ich mir ein Rot, das von sich aus sehr kräftig ist und eine starke Leuchtkraft besitzt. Ich habe mich dafür für eine Fluorfarbe entschieden, und zwar Red Ecstasy von Scale Color. Diese Farbe verdünne ich für die Airbrush und fülle sie ein. Nun sprühe ich die Farbe auf das Modell. Zuerst konzentriere ich mich auf das Lichtschwert, also die Klinge an sich. Hier ist es jetzt egal, ob ich daneben sprühe. Das Rot soll auf dem Körper und den Rest des Modells sprühen und es einfärben.
Allerdings sollte das hier auch nicht immer wahllos geschehen, sondern auch hier achte ich darauf, dass die Klinge die Lichtquelle ist, von der aus das Licht auf die Miniatur trifft. Also sprühe ich auch immer nur aus dem Schwertwinkel. Da die Farbe nicht allzu deckend ist, muss ich mehrmals sprühen, muss aber auch warten, bis die vorherige Schicht jeweils trocken ist, damit ich diese nicht durch Luftstöße verschiebe oder sich womöglich Pfützen bilden. Wie ihr seht, hat man jetzt nun den Eindruck, dass die Lichtschwerter leicht auf die Figur abstrahlen. Nun möchte ich, dass der untere Teil der Klinge noch etwas stärker in den Fokus rückt und eindeutig als Lichtquelle auszumachen ist. Dafür nehme ich nun wieder das Weiß und trage ein wenig davon mit dem Pinsel auf die Klinge auf. Ich versuche gar nicht erst einen weißen Kern in der Mitte zu malen, denn das funktioniert auf einem dreidimensionalen Objekt überhaupt nicht, außer ich würde aus mehreren Perspektiven so einen Kern aufmalen. Das würde aber irgendwie, wenn das nicht unbedingt für Fotos ist, echt mies wirken. Daher konzentriere ich mich eher auf den Ansatzpunkt der Klinge, und zwar einmal ringsrum. Ist das Weiß trocken, nehme ich das Red Ecstasy und trage es mit dem Pinsel noch einmal komplett auf die weißen Flächen auf. Dadurch bekommen die Klingen einen subtilen Farbverlauf und sind an deren Ansatz am hellsten. Der Leuchteffekt wurde dadurch also schön verstärkt. So, das ist jetzt der Part bisher, den ihr auch auf bemalte Figuren anwenden könnt bzw. anwenden solltet, damit die bemalten Figuren im Endeffekt von dem Licht angestrahlt werden und hier richtig schön knallige Lichtschwerter habt. Oder ihr macht es so, wie ich es jetzt in den kommenden Minuten mache, und zwar indem ihr eine schwarzgrundierte Figur habt, den Lichteffekt bisher aufgetragen habt und nun anfangt, vom Lichteffekt aus die Figur anzumalen, im Endeffekt gegen das Licht zu arbeiten. Die Idee dahinter ist, ein klein wenig den Blick einer Kamera zu simulieren. Das menschliche Auge kann Lichteinfall sehr, sehr gut kompensieren. Und zwar viel besser, als Kameraobjektive das können. Denn wenn wir mit einer Kamera eine Szene filmen oder eine Szene sehen durch ein Kameraobjektiv, wo das Licht drauf eingestellt ist auf diese Szene und dann kommt plötzlich eine helle Lichtquelle rein, ist diese helle Lichtquelle viel zu hell für die aktuell eingestellte Szene und wird damit überstrahlt. Stellen wir dann aber das Bild der Kamera auf diese helle Lichtquelle ein, wird alles andere ringsherum zu dunkel. Wenn wir Filme schauen, auch bei einigen Videospielen mittlerweile, da gibt es ein Stilmittel, das wir als mittlerweile sehr angenehm empfinden oder sehr cool empfinden. Da haben sich unsere Sehgewohnheiten schon angepasst. Und zwar, dass wenn wir eine krasse Lichtquelle haben, dass es um sie herum kurzzeitig dunkler wird, wie bei einer Explosion oder sowas in der Art. Nur achtet mal drauf, da müsst ihr wirklich mal schauen, das passiert bei einigen Sachen als Stilmittel. Und das ist eigentlich total quatschig, denn wir haben eine Lichtquelle, die Licht schluckt. Ja? Das ist genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich macht. Und genau das ist unsere Herangehensweise. Diesen quatschigen Effekt, an den sich mittlerweile unsere Sehgewohnheiten gewöhnt haben, versuche ich hier ein kleines bisschen zu simulieren. Ich nehme nun also die Grundfarbe, in die ich meine Figur anmalen möchte. Zum Beispiel lila für Ventress Kleidung. Diese Grundfarbe trage ich aber nicht direkt auf, sondern vermische diese mit Schwarz, um nun eine sehr dunkle Version dieser Farbe zu bekommen. Mit dieser fange ich nun also an, die Kleidung anzumalen. Allerdings spare ich alle Flächen aus, die schon einen roten Farbschimmer abbekommen haben, und noch eine kleine Fläche um das Leuchten herum. Wir arbeiten also dreiteilig. Wir haben das Rot, eine schwarze Leerfläche und malen dann erst die Farbe auf. Dies ist der Effekt, den ich vorhin meinte. Wir haben also ein Licht und alles drumherum wird dunkler. Dadurch wird das Licht nochmal verstärkt. Nun kann ich via Layering-Technik die Farben aufhellen. Die Layering-Technik habe ich übrigens in einem gesonderten Tutorial schon einmal erklärt. Geneigte Interessenten können sich das ja gerne nochmal anschauen. Wichtig dabei ist, dass die Aufhellungen nur dann Sinn ergeben, wenn es heller wird, je weiter sich der anzumalende Part vom Lichtschein und der Lichtquelle entfernt befindet. Auch sollten die Farben nicht zu hell werden, sodass sie dem Licht der Schwerter ebenbürtig werden, sondern immer noch dunkler bleiben. Und ehrlich gesagt ist dieses Modell, um das zu zeigen, jetzt ein kleines bisschen schwierig, weil Ventress halt jetzt zwei Lichtschwerter auf beiden Seiten haben und da wirklich beide sehr stark dann auf die Figur abstrahlen und wir relativ wenig bis gar keine Fläche haben, die halt nicht von dem Licht angescheint wird. Also wir haben relativ wenig Spielraum. Dadurch wird die Mini im Allgemeinen sehr dunkel. Ich mag den Effekt aber sehr. Was ich übrigens noch gemacht habe, ist ein wenig Blacklining an einigen Stellen, die ich optisch etwas trennen wollte, damit wir zumindest in dieser Einfarbigkeit doch noch Unterschiede sehen. Außerdem habe ich die Lichtschwertgriffe noch schwarz gemalt, da dort das Licht noch nicht hinkommen dürfte. Also durch den Lichtschwertgriff geht das Licht ja drumherum und trifft eigentlich erst auf den Händen wirklich auf ein Gegenpart. Alles klar, da ich nicht heller werden kann, ohne den Effekt zu zerstören, muss ich hier jetzt leider aufhören. Gerade die zwei Lichtschwerter schränken einen enorm ein, als ob man nachts spielt oder in einem dunklen Innenraum. Und dadurch knallt der Lichteffekt natürlich stärker. Ihr seht schon, dass man sich, wenn man so arbeitet, dann doch relativ stark einschränkt. Dieser Effekt ist natürlich nicht unbedingt für ganze Armeen gedacht. Es ist eher etwas für Dioramen oder wenn ihr all eure Truppen so anmalt, dann könnte das gut wirken. Ist also sehr situativ.
Dafür ballert das Lichtschwert enorm rein und zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man hier gut sieht, wie Licht funktioniert. Ich weiß, das ist eine relativ unübliche Herangehensweise an die ganze Geschichte. Und ja, natürlich ist die Miniatur zum Großteil auch schwarz. Man könnte sagen, das ist ziemlich faul, weil natürlich so eine Ventress hat natürlich sehr helle Haut, ne? Und wir haben im Endeffekt alles schwarz gelassen und so ein kleines bisschen grau, wo es davon absteht. Aber wir simulieren im Endeffekt damit diesen Effekt. Wie gesagt, der ist relativ unüblich. Ich hatte das damals auch bei Vader so gemacht. Ich mag den Effekt. Im Endeffekt, ehrlich gesagt, sind es nur andere Leute, die sagen, die finden das doof, weil das sieht irgendwie nicht angemalt aus. Naja, davon mal ab. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht dennoch ein kleines bisschen inspirieren bei dieser ganzen Geschichte. Oder ihr habt sonst noch was gelernt und könnt das jetzt irgendwie nachmachen und nachproduzieren. Wenn ja, schickt mir gerne Bilder von euren Versuchen, von euren Figuren. Und es würde mich sehr freuen, wenn euch das Tutorial irgendwie geholfen hat, inspiriert hat oder sonst was mit euch gemacht hat. Dann lasst doch gerne einen Kommentar da. Vielleicht ein Abo auch oder ein Like, das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr weitere Tabletop-Tutorials sehen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall mal diese Playlist an. Das könnte euch vielleicht auch gefallen. Danke! Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.